es noch irgendwelche Updates? Erklär dir alles, wenn wir da sind. Warum nicht jetzt? Weil ich es sage. Sag mal, hast du ein Problem? Du gehst mir auf den Nerven, das ist mein Problem. Womit? Hey Junge, du bist wie all die anderen, die vor dir da waren. Freudig und motiviert und freuen sich riesig auf den Job. Und was dann? Sie verkacken's. Sie verkacken's und verkacken's und verkacken's. Ich kann nicht mehr, weißt du, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin so kurz vor meinem Ruhestand. Und dann schicken sie mir wieder so einen wie dich. Wie lange machst du das schon? Was soll ich das wissen? Ja, wie lange musst du das noch machen? Ey, ich bin fertig. Sobald ich dich eingewiesen habe, kann ich gehen. Wir machen das nicht zusammen? Du schmeißt danach den Laden. Allein? Allein. Und wie lange? Ey, ich weiß nicht, wie hoch deine Schulden sind. Ah, sowas wie Sozialstunden abarbeiten, weil ich unartig war. Ja, so ungefähr. Okay, und wenn alles abgearbeitet ist, was dann? Wenn du dein Sold abgearbeitet hast, dann schicken sie dir irgendeinen Grünschnabel. Den arbeitest du ein und der löst dich ab. Hast du das auch durchgemacht? Ich bin der Grünschnabel? Was jetzt? Was? Nenn mich nicht so. Meister. Nein. Meisterin. Ist okay, okay. Also, in der Bar da drin ist unsere Zielperson, Heinrich Valeska. Was weißt du über diesen Job? So manches. So manches. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Sag mir nur, worauf ich achten muss. Im Grunde auf nichts. Wenn du die Theorie kennst, dann geht alles wie von selbst. Cool. Jetzt gleich? Nein, in 5 Minuten. Cool. Au. Mein Gott, wie konntest du überhaupt so lange überleben, Mann? Ah, ich bin ein Sonntagskind. Wieso bist du eigentlich hier? Wieso du hier bist? Ich hab meine Frau dabei erwischt. Wow, keine Details, okay? Mord. Es war Mord, oder? Ja. Ja, also dann weißt du doch, wie es geht. Ja. Hey, schau mal. Wenn du das hier verkackst, dann sitze ich immer noch hier fest. Kommt einfach eine andere. Aber weißt du, was dann mit dir passiert? Siehst du, ich auch nicht. Keiner weiß es so genau. Ehrlich gesagt, war bisher keine Neugier so groß, um das herausfinden zu wollen. Ich meine, ich kenne dich nicht. Vielleicht bist du anders. Ich weiß nicht viel über dich, aber was ich weiß, ist, dass ziemlich viele Leute echt sauer auf dich sind. Und die können es kaum abwarten, dich vor Gericht zu sehen. Deswegen bist du hier. Das ist nicht wichtig. Also Heinrich Valeska ist ein Heimspiel, er will sich sowieso umbringen. Er will sich umbringen? Genau jetzt, genau in diesem Moment. Und wenn er fertig ist, hole ich ihn ab. Er schwankt zu sehr. Du bringst ihn dazu, dass er sich umbringt. Aber... Nichts aber, so lautet der Auftrag. Ja, aber warum überlassen wir ihm die Entscheidung nicht selbst? Er hat bereits entschieden. Wenn ich ihn umbringen muss, dann hat er das nicht. Hey, du sollst ihn nicht umbringen, du sollst ihn dazu bringen, dass er sich umbringt. Ja, aber warum? Er hat so viel Mist gebaut, okay? Er stört das Gleichgewicht. Und wir sorgen fürs Gleichgewicht. Ist das gerecht? Gerechtigkeit, Gleichgewicht, das ist ein und dasselbe. Und da gibt's kein Entkommen?
Das braucht dich nicht zu kümmern. Warum nicht? Weil es nicht dein Job ist. Dein Job ist sein Tod. Hm? Okay. Okay. Ich hab's kapiert. Aber nur mal angenommen, er bekommt von jetzt auf gleich so eine Mordserkenntnis über sich und was er gemacht hat, sein Leben. Und von jetzt auf gleich ist er bereit, sein Leben komplett zu verändern. Wenn er so eine Erkenntnis bekäme, dann wäre doch der Auftrag annulliert, oder nicht? Die wird er aber nicht kriegen. Ja, schon, aber ich meine... Wird er nicht kriegen? Boah, als würde ich mit einer 17-Jährigen reden. Versau's nicht. Ach, leck mich. Ich mein's schon. Ja, fuck you. Was ist denn für eine Scheiße? Wer zur Hölle bist du? Du siehst mich. Was? Siehst du mich? Was zum Teufel? Du siehst mich. Natürlich sehe ich dich. Siehst du sie auch? Wen? Weißt du, warum ich hier bin? Sind wir jetzt auch noch Smalltalk, oder was? Nicht so. Leg sie weg. Leg sie weg! Die bringt dir nichts. Ich will nichts von dir. Ich will dich auch nicht umbringen. Was willst du dann von mir? Die Sache ist so. Du sollst sterben. Ich habe den Auftrag, hier rein zu marschieren und dich dazu zu bringen, dich selbst umzubringen, indem ich dir einen Gedanken einpflanze, der sich in deinem Kopf exponentiell ausbreitet. Verstehst du? So funktioniert anscheinend das System hier. Und eigentlich dürftest du mich gar nicht sehen. Du willst dich doch umbringen, oder nicht? Pass auf, pass auf. Du denkst, dass du es willst, aber du willst es nicht. Du denkst, dass du das, aber das willst du gar nicht. Das kommt dir nur so vor, weil sich bei dir so viel Scheiße angesammelt hat, die du wieder ausgleichen musst. Glaub mir, der Tod hilft dir nicht. Es macht die Sache nicht besser. Alles ist besser. Nein, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Stell dir mal vor, dich erwartet das nichts. Einfach nichts, nur Dunkelheit. Du allein mit deinen Gedanken. Auf ewig. Halt am Leben fest. Glaub mir, das lohnt sich. Wer zum Teufel bist du? Der Tod? In Ausbildung. Hey, hey! Wenn du dich umbringst, wird's nicht besser. Das ist eine Einbahnstraße, danach gibt's kein Zurück mehr. Du kannst dich nur einmal umbringen. Hast du überhaupt eine verdammte Ahnung, was für Leuten ich Geld schulde? Gleich aus
was auszugleichen ist. Hey! Hey, hörst du mich? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du, wer du Wichser bist? Schnell schalten ist nicht dein Ding, ja? Weißt du was? Mach, was du willst. Bring dich um, lass es, mir egal. Du bist erwachsen. Du bist frei. Du kannst machen, was du willst. Für wen hältst du dich? Hey, für wen hältst du dich? Was sollte die Scheiße da unten? Da ist was schiefgelaufen. Er hat mich gesehen. Weil du wolltest, dass er dich sieht. Du wolltest es. Schwachsinn. Und selbst wenn, es war schon richtig so. Hey, du bist der Tod. Nicht mehr und nicht weniger. Dein Job ist es, die Leute abzuholen. Entweder bringst du sie dazu, dass sie sich umbringen, oder du tötest sie notfalls selber. Du bist kein scheiß Fabelwesen oder irgendein Schutzengel, der dafür sorgt, dass die Welt besser wird. Wir sind der Tod und wir sorgen für Gleichgewicht. Ah, das kann nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein. Wir sind die Zahnräder des Sinn und Zwecks. Wir hinterfragen das System nicht, wir sorgen dafür, dass es funktioniert. Ich konnte es nicht. Warum nicht? Du hast in deinem Leben schon Menschen getötet und jetzt, wo es dein Job ist, kannst du es nicht. Das war was anderes. Ich war wütend. Aber das hier, das kann ich nicht. Er kann es nicht. Hey, du hättest seinen Tod nicht verhindert. Du hättest ihn höchstens hinausgezögert. Wenn du jemanden rettest, zögerst du seinen Tod hinaus. So funktioniert das. Wäre er nicht heute gestorben, dann morgen oder übermorgen, vielleicht sogar in ein paar Stunden. Den Job hätte einfach ein anderer gekriegt. Ein anderer? Du glaubst wirklich, du seist der Einzige, ja? 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten und es geht nur um dich. Als seist du der Einzige, der Schulden abzuarbeiten hat. Mit einer Art heiligem Auftrag. Du bist ein kleiner Angestellter, mehr nicht. Ist dir klar, wie hoch die Nachfrage ist? Wie viele Menschen pro Minute sterben? Und du willst sie alle retten, ja? Wenn ich kann? Oh Gott. Vergiss es. Du bist verloren. Das war deine einzige Möglichkeit, dem Gericht zu entgehen. Weißt du, ich glaube, ich will das gar nicht mehr machen. Ich glaube, ich stelle mich lieber meinen Taten. Auf meine Kosten. Deine Kosten. Das ist ein scheiß Job. Und den mache ich nicht. Lieber gehe ich vor Gericht. Gut. Mach, was du willst. Ich bleibe hier und warte auf den Nächsten. Du bist verloren. Ich bin verloren. Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich das. Aber frag dich doch mal, was deine Lektion hier in dem Ganzen ist. Fehler wiederholen sich bis zur Erkenntnis und du läufst im Kreis. Für dich gibt's kein Entkommen. Du kommst vor Gericht, egal was du tust, egal wie lange du arbeitest.
Ich bin der Neue.